si va va. Morgenroutine immer gleich aus oder variiert die auch? Sieht eigentlich immer gleich aus. Also ich sage immer so, damals habe ich es immer ein bisschen zu ernst genommen, ja, und habe mich dann auch fertig gemacht, wenn ich mal irgendwas nicht gemacht habe. Aber das bringt halt alles nichts. Ja, also man kann ruhig mal einen Tag irgendwie ein bisschen was anders machen. Genauso wie bei der Ernährung auch, wenn es zu strikt ist, dann hält man es halt nicht durch. Ich sage auch immer, wenn man im Urlaub ist, dann nicht die Routine machen, aber vielleicht eine effizientere Form davon. Man soll nicht zu oft duschen. Aber morgens kalt duschen sollte man schon machen. Warum eigentlich? Ja, damit du deinem Verstand sagst, hey, du fickst nicht mit mir. Wer ist mir? Ja, ich selbst, meine Higher Power. I command myself. Ja. Ich sag mir, hey, die erste unangenehme Sachen am Morgen, die mache ich einfach, obwohl ich keinen Bock drauf habe. Ja, ich habe auch nicht immer Bock auf kalte Dusche, inzwischen aber schon mehr. Aber damals zu Anfangszeiten, das war ein Kampf. Aber dadurch, egal welche Herausforderung halt kommt am Tag, du überkommst sie halt viel einfacher, weil du schon weißt, hey, ich habe mich schon in die richtige Position gebracht. Ich weiß schon, dass ich von meiner Higher Power aus agiere. Und ganz wichtiger Punkt, Freunde, kein Handy am Morgen. Nicht direkt aufwachen, TikTok scrollen, Instagram scrollen, WhatsApp schicken und so eine Scheiße. Das fickt dein Selbstvertrauen, das fickt dein Selbstbewusstsein, weil du sofort im Reaktionsmodus bist. Du bist sofort, ah, da ist was reingekommen, ah, jetzt reagiere ich mal da drauf. Dein Fokus ist sofort verstreut. Du bist nicht bei dir, du ziehst nicht deine Routine durch. Du bist die ganze Zeit draußen in der Welt im Außen und versuchst da wieder alles in Ordnung zu bringen. Das kannst du dann machen, wenn Zeit dafür ist, aber nicht am Morgen. If you win the morning, you win the f***ing day. Liegestütze haben wir ja auch gemacht. Einfach morgens in Bewegung kommen, zack, zack, zack. Manchmal mache ich auch Kniebeugen. Manchmal mache ich einfach ein bisschen Schattenboxen, ja. Das ist eine Face-Routine, die du gerade machst. Manchmal, wenn ich irgendwie viel in der Sonne bin, so wie jetzt oder auch im Urlaub, einfach kurz dafür sorgen, dass du frische Haut hast, dass die schön geschmeidig ist. Ich glaube, Frauen nennen das immer, dass sie so ein bisschen scheint. Aber das Wichtigste ist ja auch Parfüm. Geiler Geruch wird dir auch im Business helfen, ja, gerade wenn du Meetings hast, dass du gut riechst, wird dir bei den Frauen helfen und auch deine Frau, wenn du verheiratet bist und eine Partnerin hast, sehr, sehr gut finden. Das ist extrem geiles Parfüm. Extrem, ist auch extrem teuer, muss man auch dazu sagen. Tragt halt nicht so diesen Standardduft, den jeder trägt, so. Gerade auch Frauen, die sind ja sehr sensibel, was Gerüche angeht. Und wenn ihr da genauso riecht, wie der letzte Typ, mit dem die was hatte, ja, irgendwie, wie heißen diese ganzen Schrottdüfte? Yves Saint Laurent, war damals One Million. Jeder hat nach One Million gerochen. Schwierig, Freunde. Lasst euch beraten, ja, auch da. Guckt, was mögt ihr. Und was natürlich auch geht, ich mache meine Abendroutine, die seht ihr dann auch noch. Das zeige ich euch aber dann. Wer jetzt hier? Und was ist dein Lieblingsteil an deiner Morning-Routine? Koko. So, meine Haarroutine ist folgendes. Willkommen bei Bastis Beauty Palace. Graham Hill, Supermarke Shaper Gel. Verreibt das einmal in den Händen, zack, 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 zack. Und dann in die Haare rein. Wie man sich anzieht und so ist extrem wichtig, dass man sich wohlfühlt. So, bei mir ist es so, wenn ich die jetzt einfach trocknen lassen würde, dann hätte ich halt so welliges Haar, wie hier so. Also Reflexion ist extrem wichtig. Jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend schreibe ich in mein Journal. Was da genau drin ist, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Es gibt das Umsetzer-Journal für jeden Umsetzer mit den Fragen, die extrem interessant und entscheidend sind für persönliches Wachstum und für innere Transformation und die dich im Veränderungsprozess, also den Iterationsstufen des Unternehmertums, aber auch der deiner Persönlichkeit ideal begleiten. Die Erfahrung aus den letzten 5-6 Jahren. Und zwei Sachen, die ich aber immer mache und die ich jedem empfehlen kann, ist A, die Ziele aufzuschreiben und sich dann auch kurz die Zeit zu nehmen und mal die Augen zu schließen und zu fühlen, wie ist das, wenn ich das schon erreicht habe. Und das nächste ist Dankbarkeit.
Dankbarkeit ist eine extrem geile Frequenz, eine extrem geile Schwingung, in der du dich befinden kannst. Sie ist nicht aus dem Ego heraus, sondern Dankbarkeit für das Leben. Du wirst dich automatisch besser fühlen und dich auch in einen Zustand bringen, der dir einfach dienlich ist, den ganzen Tag über. So, und das muss nichts Großes sein. Klar, ich habe mir jetzt ein Turbo S gekauft und so weiter, aber es sind die kleinen Sachen, ja. Zum Beispiel, dass ich gesund bin, dass ich mich fitter fühle wie je zuvor, dass ich vital bin, dass ich energiegeladen bin. Dafür bin ich dankbar. Dass meine Familie gesund ist, dass ich einen Teil da zurückgeben kann für die Erziehung, für all das, was sie für mich getan haben. Oder dass jetzt auch Teile von meiner Familie bei mir arbeiten. Das sind Dinge, jetzt auch wenn ich drüber rede, es erfüllt mich. Ja, da kriege ich Gänsehaut, das sieht man jetzt gerade nicht. Aber wenn du das praktizierst, und ich weiß noch ganz genau, damals war es so, ah ja, wofür soll ich denn dankbar sein jetzt? So, man ist dann so voll gefangen in dem Denken, viel zu viel im Kopf, nicht zu viel im Herz. Und das bringt dich, wenn du es praktizierst und immer wieder machst, in einen viel geileren Zustand. Und das morgens zu machen, ist extrem entscheidend. Und auch abends vorm Schlafen gehen. Und deswegen machen wir das jetzt. Und auch immer in Ich bin formulieren. Immer so, als hast du den Zustand schon erreicht. Du kannst ja auch dankbar für Sachen sein, die du in der Zukunft erreichen wirst, aber sie jetzt schon so aufschreibst, als sind sie schon eingetreten. Und dann den Moment vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn es so ist. Das ist dann letztendlich Manifestieren. Da haben wir im Training auch einige Videos zu, weil Manifestieren hat nichts mit Spiri-Shit und Eso-Shit zu tun. Das ist real. Du musst nur lernen, wie es geht und brauchst jemanden, der es dir vernünftig mal erklärt. Rational erklärt, aber dich auch in das Fühlen bringt. Und das haben die meisten Unternehmer tatsächlich verloren. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. Also, ja, schönen guten Morgen, Freunde. Wir sind heute hier im Gym. Und zwar um, wie viel waren wir eigentlich gerade? 7:13 Uhr. 10:07 Uhr. 10:07 Uhr und wir geben Gas. Warum sind wir überhaupt so früh morgens hier? Weil du musst committed gegenüber deinen Entscheidungen sein. Weil nur wenn du committed gegenüber deinen Entscheidungen bist, wirst du auch ein freies Leben führen können. Alles andere wäre scheiße. Trainingsplan heute Pull. Pull heißt Rücken, Bizeps. Wollen wir mit Klimmzügen starten? Oder willst du Pulldowns machen? Shake. Shake, shake that ass, girl. Pull-ups. Also Klimmzüge, ich hasse Klimmzüge, Alter. Aber keine Ausreden. Wenn du sagst Klimmzüge, machen wir Klimmzüge. Machen wir Klimmzüge. Eigentlich müsste man ein bisschen Zusatzgewicht nehmen. Ja, das machen. Mach ich normalerweise. Ich wollte nur jetzt wegen dem Vlog nicht unbedingt. Doch, mach den Flex, komm, damit wir mal gleich schwer sind. Wie viel wiegst du? 84. Ja, pack mal 20 Kilo drauf. Komm. Komm. Hep. Hoch, hoch, hoch. Ist ja Warm-up, ne? Klar. Den Scheiß. Das ist das Gute, wenn man so einen Trainingspartner hat, weißt du? Da kannst du dich nicht ficken. Da wirst du gefickt. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. Anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited edition, no missing classic shit, I know that you're finished. Okay, fertig? Finished. Ich fühl den Pump. Ja, war gut, hat Spaß gemacht, ich weiß nicht, wir haben jetzt 8:45 Uhr, ist schon geil, jetzt so eine Einheit durchgezogen zu haben, Cardio gemacht zu haben und sowas, also das nächste Mal, wenn du irgendwelche Ausreden hast, sei keine Bitch. Sei einfach keine Bitch. Oder willst du eine kleine Pussy sein? Dann erreichst du sowieso nichts im Leben. Aber es ist ja deine Wahl. You decide.
hier? Was lief gerade in deinen Live-Calls? Also ich mache immer 1-zu-1-Calls, ja, keine Massen-Calls, keine, wo man nicht die privaten, persönlichen Probleme, das, was einen wirklich beschäftigt, nicht teilen möchte, sondern hier geht es wirklich um radikale Ehrlichkeit. Beim ersten war es mit einem Agenturinhaber, der 7-stellige Umsätze macht. Da geht es jetzt darum, Multimillionen zu machen. Und da war ein riesiges Thema, effizienter zu werden, nochmal effektiver zu werden. Weil es ist halt so, wenn du Mitarbeiter reinbekommst in die Firma, dann haben die natürlich auch mehr Fragen. Und auch wenn du einen Schulungsbereich hast, dann musst du den ja noch weiter aufbauen. Dann fallen dir immer wieder neue Sachen ein, neue Fragen kommen rein. Und wenn du dann nicht einen strikten Plan hast oder vor allem auch Grenzen definiert hast mit deinen Mitarbeitern, dann wird es schwierig, weil du immer wieder im Reaktionsmodus bist. Ja, der fragt was und so weiter und das willst du lösen, das willst du lösen. Aber deine eigentliche Task, die das Unternehmen voranbringt, setzt du dann doch nicht um. Und so vergeht die Zeit, so vergeht die Woche, so vergeht ein Monat und du kommst nicht wirklich voran. Und da ist wichtig, dann wirklich 1-zu-1 drauf zu schauen. Und das sind auch Themen, unter anderem, die man dann mal kurz 1-zu-1 besprechen kann. Eine neue Perspektive drauf, einen neuen Impuls, wie man das dann direkt umsetzt. Da haben wir dann einen Maßnahmenplan eingeleitet, also eine Maßnahme definiert und wie es umgesetzt wird. Das wird jetzt natürlich umgesetzt und dann werden auch die Resultate wieder besser, vor allem auch der Fokus bewahrt, um die Sachen zu shippen, die wirklich das Unternehmen voranbringen. Das war der erste Call. Und im zweiten Call war auch mit dem Agenturinhaber, auch selbes Level. Und da ging es vor allem um Analysen. Ich arbeite sehr viel mit Analysen. Ja, das heißt, wir schauen uns Stress an, wir schauen uns Resilienz an, wir schauen uns Selbstführung an, wir schauen uns noch diverse andere Themen an. Und was ich immer mache, egal welches neue Thema wir starten im 1-zu-1, ist immer eine Analyse upfront. Weil dann haben wir eine glasklare Auswertung über den Ist-Zustand der Person zu einem bezogenen Thema. Und anhand dieser Analyse gibt es dann eine Auswertung. Dann gibt es weitere vertiefende Fragen, ja, dass der Kunde sich auch selbst reflektiert, um auf Lösungen schon zu kommen. Und dann gehen wir nochmal gemeinsam in ein Gespräch. Schauen uns dann wieder Maßnahmen an, Bedingungen an, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und genau das haben wir jetzt gemacht, das haben wir jetzt angestoßen. Bei ihm war es jetzt das Thema Resilienz. Also wie werde ich mit zunehmendem Unternehmenswachstum auch resilienter gegenüber Herausforderungen im Team, im Business generell? Und es waren zwei super interessante Calls. Jetzt haben wir 13.37 Uhr und wir drehen jetzt weiter Content, oder? Ja, Mann, let's go. Also, Attacke. Attacke. So, wir haben jetzt hier gerade Hyperfokus abgedreht. Ziemlich geiles Video. Und zwar, wie du schneller innerhalb von 2 bis 5 Minuten in den State kommst, Gedankenkreisen wiederfinden, dann ist es so, dass wir einen Gedanken entertainen. Zum Beispiel, du hattest jetzt am Morgen irgendeine E-Mail von einem Kunden, irgendeine Kampagne ist nicht so richtig gelaufen und du denkst den ganzen Tag drüber nach, statt den Konflikt sofort zu lösen, statt sofort die Lösung dafür zu haben oder zur gegebenen Zeit, wo es sowieso eingeplant ist, dann zu lösen. Die meisten hängen ja hier in diesen Gedankenspiralen fest und kommen da gar nicht mehr raus. Warum? Weil sie diesen Gedanken die ganze Zeit entertainen. Du kannst dir das vorstellen wie so kleine Wolken. Also Gedanken sind so kleine Wolken. Da hast du ganz, ganz viele von am Tag. Und du entscheidest jetzt, okay, nimm ich diesen Gedanken hier, nimm ich den und entertain den und mach immer so weitere Iterationsstufen von diesem Gedanken. Was heißt das jetzt in dem Beispiel? Okay, ich habe eine Mail reinbekommen. Okay, das finde ich jetzt scheiße. Ja, warum finde ich das scheiße? Welcher Mitarbeiter ist dafür zuständig? Wer hat da Mist gebaut? Wie können wir dieses Problem lösen? Und dann bist du ja die ganze Zeit irgendwie nur darüber am Denken, wie du mit dieser Situation umgehst. Was du aber auch machen kannst, was viel schlauer wäre, ist, diesen Gedanken einfach mal ziehen zu lassen. Ja, einfach vorbeiziehen zu lassen. Du musst ja nicht direkt darauf eingehen, auf diesen Gedanken, sondern kannst auch einfach ziehen lassen und dann zu einer gegebenen Zeit dich darauf fokussieren und dann diesen Gedanken abhaken und lösen. Du willst kein Gedankenentertainer sein. Du willst ein Umsetzer sein im besten Fall. Und Umsetzer fokussieren sich nicht auf jeden einzelnen Gedanken. Erst recht nicht dann, auch wenn das Problem vermeintlich gerade sehr akut scheinen mag. Weil du musst dich immer fragen, ist das gerade ein Notfall? Dann musst du ihn lösen, sonst nicht. Lass ihn lieber ziehen. Sei kein Gedankenentertainer. Jetzt. Ja, okay, es ist einfach weg. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt würden sich die meisten abfacken und denken, scheiße, Mann, ich habe jetzt hier die ganze Kacke aufgemalt und so. Aber ist nicht schlimm, weil das gehört auch dazu. Genau so ein Scheiß passiert öfter. Jetzt hast du immer die Möglichkeit, dich 5 Minuten lang drüber aufzuregen, einmal richtig abzufacken oder sofort deine Emotionen zu handeln. Aber ich reg mich darüber jetzt nicht auf, wir machen einfach weiter. Weil ich bin ja der Umsetzer. Aber das war jetzt ein Framework für dich,
wie du dich in den Hyperfokus bringst, wie du eine Sache nach der anderen schneller, besser und auch leichter shippen kannst. Wenn du das vollumfängliche System haben willst, schreib mir einfach mal oder geh auf umsetzer.de, buch dir dein Umsetzergespräch und dann schauen wir ganz genau, was ist es bei dir, wie können wir bei dir vorangehen, wie können wir dich mehr in den Hyperfokus bringen und auch allgemein dich und auch dein Unternehmen, dass du es besser managen kannst, dich besser strukturieren kannst und einfach schneller vorankommst und deine Konkurrenz gnadenlos outperformst. Danke, dass du das Video geschaut hast und wir sehen uns beim nächsten wieder. Auf geht's. Wir fahren jetzt zum Chiropraktiker, weil ich hatte ja vor kurzem einen Autounfall und einfach mal durchchecken lassen, damit ich da wieder eingeknackst werde. Ich glaube, das letzte Mal bei einem Chiropraktiker war ich vor 7-8 Monaten oder so. Und da ist ja immer irgendwie was raus, alleine schon durchs Boxen, durch Training und so. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, einmal durchchecken. Und das machen wir jetzt. Mal gucken, ob wir gleich da ein bisschen filmen können. Ein paar Cracking Sounds. ASMR. Ja. Jesus Christ. Da wird man lebendig, ja. Das wollte ich nochmal sagen. Spaß. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Termin, Basti. Ja. Wie gehst du mit Zeitdruck um? Schneller fahren. Gut. Nein. Ja, wie gehe ich mit Zeitdruck um? Also im Endeffekt ist es auch wieder eine mentale Einstellung zu dem Ganzen. Ne? Also man könnte sich natürlich jetzt voll stressen und hektisch fahren und oh, nachher gerät es aber nur aus den Fugen, außer Kontrolle. Und im besten Fall ist immer, wenn du dich da selbst auch kontrollieren kannst in so einer Situation. Und Fakt ist ja eine Sache, wenn man Zeitdruck hat, dann kann man die gegebenen Umstände, wie jetzt irgendwie ein Bus ist vor mir oder drei, wie man jetzt hier sieht, kann man manchmal nicht verhindern. Ja, dann ist halt wichtig, einfach einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht zu stressen, weil Stress schüttet auch wieder Cortisol aus. Und da musst du dir einfach selbst wichtiger sein als der Rest. Was sagst du jemandem, der genau das versucht, aber es nicht wirkt? Naja, jemand, der sich nicht an erster Stelle stellen kann, der priorisiert sich offensichtlich nicht. So, wer sich nicht priorisieren kann, der liebt sich nicht selbst zu dem Maße, wie er es könnte und akzeptiert sich nicht selbst, so wie er ist und kann sich auch nicht annehmen, so wie er ist. Und das ist wahrscheinlich der erste Schritt, einfach mal annehmen und akzeptieren, so wie man ist, bevor man anfängt, von Selbstliebe zu reden. So, und Fakt ist auch, wer sich selbst priorisiert, der wird definitiv mehr in seinem Leben erreichen, weil wenn er sich besser fühlt, besser drauf ist, sich selbst auch besser führen kann, weil er eben weiß, was einem gut tut und weil er auf seine innere Stimme hört und sich selbst vertraut und nach der Intuition geht, dann wird das Leben um einen herum auch besser. Also du kannst ja nur das Leben deiner Mitmenschen besser machen, indem du dich selbst besser machst und mehr von deinem Potenzial nutzt. Ja, du bist ein besserer Sohn, du bist ein besserer Arbeitgeber, du bist ein besserer Ehemann, du bist generell ein besserer Mann oder auch Frau, je nachdem, wer jetzt gerade zuschaut. Und nur indem du dich selbst verbesserst, kannst du dann auch das Leben anderer besser machen. Und wenn ich jetzt nur im Außen fokussiert bin, das ist ja die größte Falle dabei, wenn ich nur im Außen fokussiert bin, wie ich was anders machen kann für andere und nehme mich zurück, dann ist das immer ein Trugschluss. Das ist immer der Quick Fix, der aber nie dauerhaft funktioniert, wenn man es ja nicht mal bei sich selbst so schafft. Du kannst keine anderen Menschen führen, wenn du dich selbst nicht führen kannst. Du kannst keine anderen Menschen lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst. Jetzt kann man sagen, ja doch, kann ich doch. Ich habe ja eine Partnerin oder so. Ja, ist aber scheiße, das ist keine richtige Liebe, weil die hast du ja noch nicht mal für dich selbst erfahren, was richtige Liebe ist. Das ist eher ein Abhängigkeitsverhältnis, eine Co-Abhängigkeit, ein Verliebtsein, vielleicht ein Verbundenheitsgefühl, aber es ist keine Liebe. Damn. Back on deep real quick. Also, warte mal, kann man jetzt hier parken oder nicht? Ich park da jetzt einfach. Was wollen die Leute machen? Außerdem ist da ein schönes Auto zum Anschauen.
auch, Basti. Wir fühlen uns locker flockig jetzt. Locker flockig reingeknackst. Ja. Geil. Ja, also das ist auch wild, ne? Wie da irgendwie so Verspannungen von irgendwo. Irgendwas hat die hinten gedrückt und auf einmal macht sie vorne so plupp. So, als käme da jetzt wieder irgendwie Blut in der Stelle, die vorher kein Blut bekommen hat. Ja. Ich kann mir das nicht erklären. Ich wollte damals ja immer Physio werden, aber dann habe ich gemerkt, dass man für die Ausbildung noch Geld zahlen muss. Ja, scheiße, ich wollte mal viel Geld verdienen. Das ist der falsche Weg für mich. Schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, ob euch dieser Stil gefällt. Ob euch das gefällt, ob ihr mehr davon sehen wollt, was euch interessiert, welcher Tag aus meinem Leben, aus dem Unternehmen, was interessiert euch? Schreibt's rein und dann machen wir dazu Videos. Ne? Safe. Safe. Weil wir haben jetzt deutlich mehr Output, den wir liefern können. In diesem Sinne. Jesus Christ, ich lieb's, ey. Müde vom Umsetzen. Boah. Jetzt kommt bei mir das Mittagstief. Was machst du in dem Mittagstief? Bam! State, Junge! Das ist ein Blick in meinen Kühlschrank, damit ihr auch mal seht, wie das aussieht. Hier ganz, ganz wichtig. Bananen, ja. Bananen, Eier. Ich muss mich darum nicht kümmern. Dann haben wir hier verschiedenstes Essen, Salat. Da oben haben wir Hähnchen mit Reis. Da haben wir dann Vollkornnudeln mit Gemüse. Und Nudeln auch mit Gemüse, also auch immer mit Fleisch ordentlich dazu. Also jeder, der nicht auf seine Proteine kommt, die Leute kann ich nicht verstehen. Grieß und auch Milchreis hast du sofort, steht jetzt 30 Gramm Protein pro Becher. Und mein absoluter Hack dazu, Freunde, ist Chunky Flavor. Ja, das knallst du dann noch schön da rein und dann schmeckt das göttlich. Göttlich schmeckt es. Frage? Also hier übrigens noch was. Auch ganz wichtig, ja. Isoclear in verschiedensten Geschmackrichtungen, wenn man mal schnell und irgendwo unterwegs ist. Was macht man dann? Mach die Schublade auf, holt sich einen Umsetzer-Shaker raus. Komm, machen wir erstmal hier. Weil die Leute ja immer sagen, oh, ich komme nicht auf mein Protein und so weiter. Hier, Countdown. Countdown. In 10 Sekunden mache ich mir jetzt hier 60 Gramm Protein rein. 1, 2, zack, zack, zack. Einmal schütteln, richtig schütteln. Und dann kann man schon trinken. Wie viel Protein sind das jetzt? In Gramm? 70 Gramm Eiweiß. Was musst du dafür sonst essen? 300 Gramm Fleisch oder so. Machst du Meal Prep selber? Oder? Nee. Ich habe auch keine Zeit, hier in der Küche zu stehen. Übrigens, guck mal, ich habe eine richtig, richtig schöne Küche. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Ist auch alles vom Allerfeinsten und so. Aber ich habe hier noch zero mal gekocht. Also ich habe ein Meal Prep. Und ich habe das so geregelt, dass ich halt meinen ganzen Tag durchstrukturiert habe. Das heißt, alles das, was da drin ist, das wird auch entsprechend gegessen. Ja, Meal Prep musst du einfach über Mitarbeiter lösen, Assistenz, ja, Haushaltshilfe, Koch, dass du einfach jemanden hast, der dir Meal Prep macht. Dann gibst du den Plan, zum Beispiel Umsätze haben alle Ernährungspläne, ja, gibt es im Training Ernährungspläne dazu, kann man sich einfach raussuchen, gibst du dann der Assistenz, Haushaltshilfe oder Koch und dann, ja, hast einfach dein Essen fertig, musst dich darum nicht mehr kümmern. Hast keinen Zeitaufwand, das heißt, wenn ich jetzt was essen will, nehme ich das, mach's warm und esse es einfach. Ja, geil. Easy. Lifehack. Unterm Strich ist alles durchgetaktet, also der ganze Tag bis auf der Abend. Und am Abend ist dann sowieso meistens Geschäftsessen, weil ich hier irgendwie mit irgendwem rausgehe, ein Kunde kommt, irgendwas macht man immer. Oder wenn ich mal alleine zu Hause bin, dann bestelle ich sehr oft Sushi. Ich liebe Sushi. Und hier gibt es so einen geilen Sushi-Laden. Sasalu, richtig, richtig geil. China-Kohlsalat, richtig lecker. Ich bin da auch ein sehr, sehr einfacher Typ, muss ich sagen. Also ich habe gar keinen Bock, immer so Sachen. Ich esse auch immer hier draus. Ja, weil ich habe gar keinen Bock, jetzt nochmal einen Teller dreckig zu machen hier. Mhm. So Rohmilch auch geil. Ich habe lange Zeit keine Milch getrunken und Milch finde ich so geil. Mahlzeit. Oh, gut. Deine Me-Time aus. Me-Time muss man sich bewusst nehmen. Also ich finde, man sollte unbedingt auch in der Woche mal einen Tag mit sich selbst haben oder einen Abend. Mhm. Auch gerade dann, wenn man in einer Beziehung ist. Ja, was ich häufig sehe, wenn man in einer Beziehung ist, dass man halt keine Zeit mehr für sich nimmt und irgendwie nur noch aufeinander hockt. Gar keine Zeit mehr hat für sich, sich selbst zu reflektieren. Und für alle, die jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten sind, würde ich sogar empfehlen, alle 2 Monate mal alleine so einen Kurztrip zu machen. Ja, einfach mal wegzufahren, mal irgendwie 3 Tage nach Holland in die Therme zu fahren oder mal was anderes zu machen, um sich dann auch zu reflektieren und zu schauen, hey, bin ich noch gerade auf dem Track? Wie ist meine Entwicklung? Wie ist mein Wachstum?
Und do you, also einfach Sachen machen, auf die du wirklich Bock hast. Ja. Kann ja auch mit dem E-Mountainbike irgendwie in den Alpen rumcruisen sein. Oder fährst mal 2 Tage nach Rom, so auf spontan. Oder, aber wenn du das noch nicht machst, dann merkst du das, dass du nicht ausgeglichen bist, dass du ständige Gedankenkreise hast, dass du dem Stress nicht so ganz standhältst. Auch Sport ist irgendwann so, ja, du gehst halt zum Sport, aber dir fehlt so ein bisschen Motivation, dir fehlt ein bisschen Energie, hast nicht so einen klaren Kopf. Hat aber viele Auswirkungen. Also man kann es jetzt nicht nur darauf beschränken, weil den meisten fehlt ja auch einfach von der Physiologie her, also wie du drauf bist, wie deine Physis ist, schon die Energie. So, da muss man halt einfach mal sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Ist mein Leben wirklich nur Business oder soll ich mich selber mal priorisieren? Egal, wo du hinfährst, boah, guckt euch das an. Leck mich am Arsch. Geile Karre, Bruder. Richtig geile Karre. Geiles Auto, Bruder. Sehr, sehr schön. Ja, ja. Ist das okay, wenn du im Video bist? Super, danke dir. Ciao. Seht ihr, das meine ich. Die Leute sind hier einfach mega, mega nett, ey. So, boah, Junge. Geil, geiler Typ, Alter. Richtig geil, Mann. Also, die Leute sind hier einfach alle gut drauf. Die haben alle Bock. Boah, Junge, ist das ein geiler Sound, Alter. Der Dude ist korrekt gewesen. Alle hässlich, alle hässlich. Gefällt dir nichts? Nein. Alle hässlich. Hä, haben die jetzt hier so Fake-Richard-Mail gemacht, oder was? Stimmt. Was? Die kostet 45.900? Castors, der Timekeeper. What? Aber ich muss sagen, die sehen cool aus. Boah. Ja. Ich finde, die haben irgendwie was. Ich will ja später mal auf jeden Fall die RM Baba White haben. Die kostet aber 300.000. Muss mal ein bisschen was arbeiten. Schreibst du jeden Morgen deine Ziele auf? In welchen Momenten im Alltag kommen die dann in die Erinnerung? Und wie helfen die dir? Dann, wenn ich sie aufschreibe, kommen sie in Erinnerung. Und dann tragen die mich über den Tag, ja, damit ich immer die so wie so eine Art im Hinterkopf habe, wenn mal irgendeine Scheiße passiert, ah ja, ich mach's ja für die Ziele. Aber die meisten, die schreiben die sich ja einmal zu Neujahr auf, haben dann Vorsätze und das war's dann, weißt du? Hallo. Hi. Ich habe einen Termin. Mit dem iPad da, ne? Ja. Was hat denn das iPad? Okay. Spider-App. Immer geradeaus durch, einfach in der langen Bahn Platz, dann kommt mit jemand dazu. Dankeschön. Woran machst du fest, ein To-Do oder einen Termin weiterbringen und keine Zeit verschwenden? Also Sales Calls mache ich noch selbst. Geschäftstermine, also sprich mit Essen, Netzwerktermine und so weiter, die sind auch wichtig, aber auch da sehr selektiert. Ne? Also ich gehe jetzt nicht mit jedem einfach irgendwie essen aus Lust an der Freude, aber immer dann, wenn es Synergien gibt, können wir uns auf einen Synergie-Café treffen. Nee, Spaß. Also das auf gar keinen Fall. Du hast halt viele Leute, die deine Zeit wollen, wählen. Du musst halt einfach selektieren, ne? So mit wem macht es Sinn. Natürlich auch sehr Zwischenmenschliches, ja. Also ich bin ein absoluter Beziehungsmensch. Ich liebe es auch, Beziehungen aufzubauen, die Gehalt haben, ja? Die Wert haben, die Wertstiften sind, wo ich auch meinen Wert stiften kann, wo man schauen kann, okay, was kann man von anderen Personen lernen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil Unternehmer auf einem gewissen Level, die haben so viel zu teilen, so viel Erfahrungsschatz, so viele Fehler auch gemacht, genauso wie ich auch. Ich habe so viele dumme Fehler gemacht, ja, wo du dir im Nachhinein denkst, ja okay, hättest du nicht besser wissen können. Aber wenn du genau solche Sachen dann teilst und auch geteilt bekommst, dann das ist sehr, sehr smart einfach nur, aus diesen Fehlern zu lernen, bevor du sie selbst machst oder irgendwo ins Messer rennst. Aber dafür musst du halt sprechen. Ja? Nur wer spricht, dem kann auch geholfen werden. Hi. Hi. Servus. Ist das privat für euch? Gerade kamen Mitarbeiter wegen Filmen und so weiter. Ist geil, oder? Wir haben hier eine Checkliste. Mitarbeiter kommen proaktiv drauf zu. A-Player, eigentlich muss ich den gleich mal fragen, ob er einen neuen Job braucht. Vielleicht will er ja in Sales arbeiten oder so. Aber es ging ja um To-Dos. Wie erkenne ich, ob sie wichtig sind? Ja, indem sie Geld bringen, indem sie wichtig und dringend sind. Ja, das ist eigentlich die Kernfrage, ne? Also bringen sie mir jetzt das meiste an Return und kann ich keine andere Aufgabe machen, die mir nicht mehr Return bringt? That's it. Was ich oftmals sehe, viele Agenturen, Coaches, Berater, die arbeiten zwar, aber die sind nicht produktiv. Was meine ich damit?
die arbeiten irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Skript zum dritten Mal aus, bauen irgendeinen Prozess und so weiter. Und es bringt aber nicht aktiv Geld, es sorgt nicht aktiv für Wachstum. Sagen dann immer, ja, sie machen ja viel, sie setzen ja um. Ja, aber nicht die richtigen Sachen. Und da hat man oftmals nicht den Blick für. Ja? Da brauchst du den Blick von außen, um zu wissen, hey, das jetzt, das jetzt, das jetzt, das jetzt. So wie wir das bei Umsetzer machen, ja? Eine Quartalsplanung, auch in der Umsetzer Fastlane. Da treffen wir uns einmal im Quartal an geilen Orten und machen in einem Circle aus Agenturinhabern, die alle mindestens 1 Million Euro machen, die Quartalsplanung live an diesem einen Tag und haben noch richtig geile Erfahrungen, geile Erlebnisse. Wir waren in der Schweiz, Heli fliegen, Kart fahren, wir haben schon geilen Shit gemacht. Und jetzt im September, nächsten Monat, ist wieder die nächste. Da freue ich mich auch ganz doll drauf. Da machen wir auch wieder geilen Scheiß. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach mal oder buch dir einen Termin auf umsetzer.de. Aber genau da erfährst du halt diese Secret Sauce, die dich nach vorne bringt, die der unfaire Vorteil letztendlich ist. Schau doch nicht immer, dass du dein Geld extern rausbläst, sondern sorg doch dafür, dass du dich mal transformierst, dass du die Person wirst, die es verdient hat, ihre Ziele zu erreichen. Dass du besser wirst, dass es für dich leichter geht, dass du mehr Spaß dran hast. Dann wird alles andere auch leichter. Das ist ja die logische Konsequenz daraus. Breitling tragen auch nur Low-Performer. Hier gibt es so geiles Eis. Drei Stück, ne? Ja. Boah, geisteskrank. Ein Eisburger. Ja, ist aber auch ein sehr, sehr guter Ausgleich. Man lernt so viel beim Kampfsport dazu. Ist einfach crazy. Und auch sehr viele Parallelen zur Unternehmerwelt. Resilienz, Ruhe bewahren in Stresssituationen. 90% der Leute, das ist meine These, 90% der Leute, die ins Gym gehen, Kerle, sind doch nicht fit. Ja, und das ist so das, was ich jetzt dieses Jahr anstrebe. Also ich fühle mich auch, ich habe mich noch nie fitter, vitaler, energiegeladener gefühlt als jetzt. Ja, keine Nahrungsergänzungsmittelhersteller, sondern rein vom Fachlichen. Das ist wichtig. Heute Abend volle Kanone, Karibor. Zu meiner Rechten haben wir Dr. Ahlers, Joachim Dr. Ahlers. Und ja, er bereichert jetzt das Umsetzerteam hier, damit ihr einfach in allen Bereichen einen Arzt auch zur Verfügung habt und in allen Bereichen perfekt betreut werdet für overall High Performance. Aber bevor ich dich jetzt weiter vorstelle, erzähl doch mal, wer bist du und was ist dein Expertengebiet? Ich bin ein passionierter, leidenschaftlicher Arzt, Facharzt. Von Haus aus Facharzt Allgemeine Innere Medizin. Habe in der Schweiz 2 Ärztezentren geleitet und bin seit 3 Jahren in Eigentümerschaft am wunderschönen Zürichsee. Wir sind spezialärztlich tätig für hochdosierte und evidenzbasierte Mikronährstoffmedizin. Was ist das? Ihr kennt die Makros, Kohlenhydrate, Fette, Aminosäuren, aber alles, was Vitamine, Spurenelemente und so weiter ist, das sind Mikronährstoffe. Und das auch auf laborchemischem Niveau zu testen, dafür stehe ich. Zu kontrollieren und gucken, dass das bei euch oben ankommt. Ich habe eine ganze Latte an Zertifikaten. Ich möchte euch einfach Mehrwert geben und dieses Wissen bei euch in die Tat umsetzen. Umsetzermäßig. So, wir sind jetzt hier, haben gerade richtig geilen Content aufgenommen, schon für die Trainings, für die Umsetzer-Trainings mit dem Umsetzer. Doc Ahlers. Doc Ahlers, ja. Wir haben ein richtig geiles Ribeye-Steak, wir gönnen uns mal. Aber eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, ist hier das Fähnchen bei dem Kollegen hier auf dem Steak. Guck mal, was da drauf steht. Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt, also kannst du mir kurz sagen? Ich bin auch ein bisschen geprimed von meiner Ehefrau. Sie hat auf jeden Fall einen absoluten Hass auf nicht durch. Ja. Ich glaube, ich habe das adaptiert. Mir schmeckt es einfach. Das ist jetzt mal eine geschmackliche Sache, wenn es gut durch ist. Also, ich glaube, ich muss ein paar Tage noch länger in Düsseldorf bleiben, damit wir dich hier mal umpolen. Und ich habe ihn so eingestellt, dass es schon noch ein tiefes Rot ist. Hier, das ist der klassische Blaufilter. Da wollen wir wirklich kein hell, gelb oder orange, sondern effizient das so haben, dass das dann auch
hier deinen Tag-Nacht-Rhythmus und die Signale so gibt, selbst wenn du noch nachts eine Stunde liest auf deinem Mobilfunk. Das machst du bitte erst gar nicht als Umsetzer. Ja? Eine Stunde vorher hast du das Handy nicht mehr in der Hand. Du machst deine Abendroutine und that's it. Da gebe ich dir meinen Hack mit, ja? Den kennt noch gar keiner. Und zwar, ich habe einfach eine Automation am Wecker, ja, mit meinem iPhone, die quasi meine Sonos-Boxen in meiner Wohnung anspricht. Und jedes Mal, wenn morgens der Wecker geht, dann geht nicht der Wecker, sondern die ganze Wohnung spielt Circle of Life von König der Löwen. Und dann geht es immer, ha, Savinia. Und dann weiß ich immer, jetzt ist es Zeit, dass ich aufstehe, der König ist wach. Was ich auch regelmäßig mache, ist NAD Plus. Ja, ist extrem geil, ist eine Infusion. So sieht das aus hier. Da kostet eine davon über 500 Euro und ist extrem geil, wenn man Wert darauf legt, zu performen, Energielevel hochzuhalten, Anti-Aging, ja, weniger Falten zu haben, smoothere Haut zu haben und einfach allgemein ein besseres Wohlbefinden möchte. Das mache ich relativ oft und natürlich noch weitere Nahrungsergänzungsmittel, die haben wir auch im Training zum Beispiel, extrem viele Videos dazu, weil es gibt so viel Scheiße auf dem Markt. Es gibt eine kleine Auswahl, die Sinn machen für kognitive Performance, natürlich auch für körperliche Performance. Also wir decken das alles ab. Und auch NAD Plus zum Beispiel kriegen Umsetzer deutlich vergünstigt. Also nicht nur ein bisschen, ja, nicht nur 10 Euro, sondern massiven Rabatt darauf, weil es uns einfach bei Umsetzer am Herzen liegt, dass jeder extrem geil performt. We make high performer great again. Wir gehen jetzt in die Sauna. Das ist immer mein absolutes Favorite to do. Am Abend, ich liebe es, ja? Egal wie hart der Tag war, insbesondere dann, wenn er hart war, schön in die Sauna. Boah, es gibt nichts Geileres. Das ist absoluter Luxus, absoluter Komfort. Und Sauna ist auch extrem gut für Anti-Aging, Langlebigkeit, Detox. Und das wollte ich euch ja heute eigentlich schon morgens zeigen. Und zwar habe ich hier so Saunaaufguss. Einmal Eukalyptus und Zitrone. Könnt ihr euch kurz entscheiden. Schnell in die Kommentare. Ne, Spaß, ich entscheide mich schon. Eukalyptus. Eukalyptus ist nämlich extrem fresh. Eine Kappe. Zack, haben wir die reingemacht. Das wird gleich auf jeden Fall richtig knallen. So, dann gehen wir in die Sauna. Jetzt sind wir hier gerade auf YouTube, aber sonst bin ich hier einfach nackt drin, ist ja logisch. Dann kann ich Sie zum Saunaaufguss begrüßen. Ja, heute habe ich euch mitgebracht Eukalyptus. Wir machen 3 Gänge, à 10 Minuten. Wem es zu heiß ist, der kann sich auch gerne eine Bank runtersetzen. Wenn ihr die Sauna verlassen müsst, dann könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Wenn ihr euch danach abduscht, kalt abduscht, dann immer ganz wichtig, erst mit den Gliedmaßen anfangen und dann erst zur Herzregion, weil nicht, dass ihr Kreislaufprobleme bekommt. Gut, dann in diesem Sinne frohes Schwitzen und ab geht's. So, und dann klatschen wir hier so ein, haben wir jetzt Eukalyptus drin, und dann klatschen wir das hier drauf. Zack, 15 Minuten. Reichen. Und dann direkt hier, zack, Abfahrt, Dusche. Push it to the limit like I'm Scarface, that's the law.